wird geliefert. Dieser Terroristenspinner und ihren Freunden beim verdammten Fragile Express, ganz zu schweigen von den Bridges-Pissern, die unbedingt ins Wespennest stechen mussten. Wie dem auch sei, zeig mal die Ware. Du bist früh dran, wie es sein soll. Ist ja schließlich dein Job, was? Vom Gegenteil überzeugen können. Also nimm dein Cupid und verpiss dich. Also schön. Ich schätze, wenn wir ihn auf unsere Seite bringen wollen, müssen wir herausfinden, was wirklich mit dieser Frau im Hologramm passiert ist. Er glaubt wohl, sie sei beim Angriff ums Leben gekommen. Aber in South North Citys Aufzeichnungen gibt es keine Sterbeurkunde für eine auf ihre Beschreibung passende Frau. Weshalb ich Fragile um Hilfe gebeten habe. Hey Sam. Ich habe auf gut Glück meine alte Kundendatenbank nach unserer mysteriösen Frau durchforstet. Und weißt du was? Es gab einen ziemlich guten Treffer. Gesicht und Stimme passen. Sie lebt noch. Unser Schrotthändler trauert ohne Grund. Ich bezweifle aber, dass er uns das glaubt. Warte kurz. Gerade kam noch ein Auftrag von ihm. Vermutlich versucht er, uns zu testen. Sieh vielleicht mal am Lieferterminal nach, was er möchte. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Das ging alles jetzt in 5 Minuten. Ey, ich hab das gemacht, ich hab das gemacht, ich hab alles gemacht in 5 Minuten. Zum Teufel ist das alles? Verlorene Fracht. Chiraler Abfall. Mit Chiralium kontaminierte Fracht. Na, was soll's. Jo, 571 Milliliter. Alles in seiner Zeit. Jetzt gerade nicht. Na gut, dann halt nicht. Der Behälter ist Schrott, bis ich mit ihm ankomme. Schön.
Das ist eindeutig GD-Gebiet, ey. Die ganze Location ist schon auf GD aufgebaut. Hier ist Pika. Gar nichts. Blick gar nichts. Zeig mir den Arsch. Ach, das ist weggeflogen. Kein Wunder, das, was ich brauche, fliegt weg. Meine Granaten fliegen weg.
Wie neu. So ein Scheiß hier. Vor allem, wo sind meine Granaten, hä? Hier, modifizierte Blutgranate habe ich natürlich verloren, bevor ich sie benutzen konnte. Wie auch immer ich da hinkomme. Noch 20 Kilo. Für den Deppen. Aus dem Eskader. Aus heraus. Ernsthaft? Schon wieder? Wo ist mein Bike?
Komm doch gerade von da, warum sind sie jetzt wieder hier? Zurück zum Schrotthändler. Kilogramm alte Teile hier. Krank. Lieber Himmel, du hast es echt geschafft, das Zeug da rauszubringen. Das erfordert Mut. Und das ist eine ansehnliche Ausbeute. Du bist definitiv besser als diese Penner von Fragile Express. Lass mich raten, du bist der große Lieferant, oder? Dachte ich mir.
Weißt du, die Ruinen, bei denen du warst, wären keine, wenn uns Fragile nicht verarscht hätte. Und Bridges auch. Dieses ganze Gerede vom Wiederaufbau des Landes hetzt die Leute auf. Ohne euch wäre meine Kleine noch am Leben. Sie war dort, als die Terroristen South Knot zerstören wollten. Sie war bereits tot. Euretwegen. Er irrt sich. Sie ist in einem Bunker südöstlich der Ruinen. Darf ich übernehmen? Wenn er nicht rauskommt, dann ist es ja egal, wen er über die Leitung anbrüllt. Und wahrscheinlich reagiert er sich lieber an mir ab. Hey, Bridges. Laut Fragile lebt meine Kleine. Und das soll ich einfach so glauben? Nach allem, was sie getan hat? Oh nein, ihr müsst es beweisen. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Ich gebe dir was, das du dieser Frau bringst, die du gefunden hast. Wenn sie sagt, dass es ihr gehört, bringst du sie zu mir. Nimm auch das hier mit. Dieses Skelett verbessert deine Standfestigkeit und deine Mobilität. Ich habe es aus Teilen gebaut, die ich hier rumliegen hatte. Damit wir uns verstehen, ich gebe dir das nur, weil ich absolut sicher gehen will, dass du diese Lieferung abschließt. Wenn meine Kleine noch lebt und deine Fracht sieht, wird sie wollen, dass du sie hierher bringst. Wenn du gut zu mir bist, bin ich gut zu dir. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Sam, der Auftrag ist online. Sieh auf dem Lieferterminal nach. Atelier der chiralen Künstlerin. Laut Schrotthändler ist das chirale Stundenglas äußerst zerbrechlich. Solche Fracht solltest du am besten in der Hand tragen. Eine Kleinigkeit vom Schrotthändler. Sam, dieses Aktivskelett erhöht die Geschwindigkeit. Es verstärkt die Muskelbewegung und lässt dich so schneller vorankommen. Wenn du dich richtig beeilen musst, kannst du es auch buchen. Dass er so etwas aus Schrott gebaut hat. So ein Talent sollte man nicht verkümmern lassen. Soll ich noch nicht mal mein Fahrzeug nehmen, weil ich diese Scheiße in der Hand tragen muss. Boah, Alter, wie weit ich laufen muss. Wie weit ich laufen muss. Was sagt mich das jetzt auch noch? Oh, leco mio, hey.
Darf ich gleich noch Babysitter spielen? Ich sehe es schon kommen.